Ey, blöde Strumpfhose. Oh, wie das hier wieder nach Schweiß stinkt. Ekelhaft. Hallo? Ist da jemand? Anna, was machst du denn da? Warum bist du denn nicht bei den anderen in der Sporthalle? Also, das ist so, Ich meine, du verpetzt mich doch nicht, oder? Schwänzt du Sport? Oder warum versteckst du dich da unter der Bank? Ja, nein, ich... Natürlich nicht, wie kommst du denn darauf? Alles in Ordnung mit dir? Nein, ich bin voll gut drauf. Bist du sicher? Sag mal, was ist denn das für eine rote Kapuzenjacke, die du in der Hand hast? Ich fress einen Besen, wenn das nicht Mirjams ist. Hey, hast du das Sprechen verlernt? Sag mal, du wolltest nicht zufällig gerade Mirjam beklauen, oder? Nun mach schon den Mund auf! Erzähl bitte niemandem etwas davon. Moment mal. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du wolltest jetzt wirklich gerade klauen? Und ich habe dich auf frischer Tat ertappt? Ja. Ich fasse es nicht. Und was ist mit den anderen Diebstählen? Die 10 Euro von Ludger und das Geld von Murat und Claudia? Hast du dir das auch unter den Nagel gerissen? Ja. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Du kannst doch nicht den Leuten einfach ihr Geld klauen. Ich glaube das alles nicht. Was bist du bloß für eine Heuchlerin? Für einen Moment wusste er nicht, wo er war. Mom! Mom! Er sprang aus dem Bett. Sein rechter Fuß verfing sich im Laken. Mist! Mom! Ich komme! Mom! Mom, was ist los? Auf Mom! Ihn drauf! Er saß auf ihn drauf! Wo ist der verdammte Lichtschalter? Er saß auf mir drauf! Mrs. Lawrence kauerte auf dem Bett, die zitternden Knie an die Brust gezogen. Ihr ergrautes Haar stand zu beiden Seiten ab. Was ist los? Was ist passiert? Keine Luft! Hey, es ist alles gut. Schau mich an! Schau mich an! Du hast geträumt! Dieses Ding saß auf mir drauf! Das war nur ein Traum! Ich wäre wach, aber es hat einfach nicht aufgehört! Was ist das? Jay, was ist da in deinem Gesicht? Beruhige dich, es ist nur ein Knoten in deinem Haar! Ich habe keine Knoten in meinem Haar! Es ist alles gut, okay? Hast du irgendwelche Medikamente genommen, um besser zu schlafen? Nein! Hast du Alkohol getrunken vorm Zubettgehen? Nein! Nur Wasser! Ich könnte schwören, das Ding war in meinem Bett! Es saß auf meiner Brust! Aber dann bist du aufgewacht und hast um Hilfe geschrien. Nein! Ich bin erst aufgewacht und dann habe ich geschrien. Es hat mich angeglotzt. Das hast du dir eingebildet. Ich war sofort hier. Die Haut war schwarz wie Kohle. Es hatte Hörner und die Augen brannten wie gelbes Feuer. Hier ist niemand. Siehst du, das Fenster ist zu. Im Schrank ist auch nichts. Unter Bett nichts, was da sonst nicht auch ist. Es wollte, dass ich ihm antworte. Worauf? Ich weiß es nicht mehr. Aber sein Atem roch nach Schwefel. Ich rieche nur Rasierwasser. Nancy? Jay fuhr herum. Im Türrahmen stand Maurice Micklewhite. Was machen Sie denn hier? Ich war noch spazieren. Da hörte ich Schreie. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Wie kommen Sie hier rein? Ziehen Sie sich etwas über, Nancy. Ich mache Ihnen einen Beruhigungstee. Danke, Maurice. Sie schickt der Himmel. Hat er etwa einen Schlüssel? Was ist hier eigentlich los? Keine 5 mehr. Aber Delfine auf dem Pyjama.
Die verkehrsberuhigte Park. Neun Uhr. Jay wollte vor einer halben Stunde hier sein. Sonntagmorgen. Oh, ihr habt sie doch nicht alle. Sein Telefon ist aus. Wir schauen uns allein um. In der Kanzlei? Aber wir kennen da keinen. Umso besser. Die altehrwürdige Kanzlei Lawton und Partner empfing ihre Besucher mit dunklen Mahagoni-Vertäfelungen. Der Tresen am Empfang war unbesetzt. Auf ihm stand eine dampfende Tasse Kaffee mit einem Keks auf dem Unterteller. Hier gehen zwei Flure ab. An den Türen stehen die Namen der Mitarbeiter. Da steht Konferenzraum. Sag mal, frisst du gerade den Keks? Na und? Da kommt jemand. In den Flur. Tom und Derek fanden sich auf einem langgestreckten Korridor wieder. Jetson, Casella, Shepard, Lawrence. Ohne Zweitschlüssel kommen wir da nicht rein. Offen. Komm endlich rein. Und wenn wir erwischt werden? Wir sind Freunde von Jay. Wir dachten, er wäre bei seiner Mutter. Die ganze Wand ist voll mit Aktenordnern. Wo soll man da anfangen? Bei M wie Micklewhite vielleicht? Gute Idee. Ihr dämlicher Keks interessiert mich nicht. Mach doch dicker Bock. Versteck dich. Wo? Hinterm Schreibtisch. Ein Mann mit silbergrauem Haar und gewelltem Seitenscheitel trat ein. Oh, hallo. Was hast du hier zu suchen? Ich bin ein Freund von Jay... Ist das ein Tonbandgerät? Wie gesagt, ich bin ein Freund von Jay... Komm mal mit, Bürschchen. Au! Au, mein Ohr! Ab in mein Büro. Au, mein Ohr! Wenn du dich anstellst, rufe ich sofort den Sheriff. Ja, Sheriff Baxter kennt mich gut. Damit sollte man nicht prahlen. Mein Name ist Tom Cole von Point Whitmark. Aus Point Whitmark. Nein, von dem Sender, der heißt wie die Stadt, zusammen mit Jay Lawrence und Lawrence? Derek. Lawrence? Nancy Sohn? Das will ich Ihnen doch die ganze Zeit erklären. Wir sind vom Radio. Wir? Naja. Der Mann ließ Toms Ohr los und deutete auf einen Ledersessel vor dem riesigen Schreibtisch. Treibt sich dein Freund Jay Lawrence auch hier irgendwo rum? Nein, ich meine, er wollte, aber... Du hast keine Ahnung, wo er steckt. Dann ist er auch verschwunden. Wie meinen Sie das? Seine Mutter hätte längst hier sein sollen. Wir haben eine dringende Sitzung. Ich kann sie nirgendwo erreichen. Auch nicht zu Hause? Sehr witzig. Mein Name ist Charles Lawton. Ich leite diese Kanzlei. Warum bist du hier?